Hallöche Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Metro Last Light, wo der Schwarze immer mehr einen kleinen Rückblick gibt von dem, wie sich das hier damals mal alles zugetragen hat. Und, ey! Alter, ich denke, die machen jetzt nicht. Wie sich das hier alles mal zugetragen hat. Und eigentlich sagte er jetzt am letzten Part auch noch ganz zum Schluss, dass die Viecher jetzt hier, dass die uns jetzt wohl nichts tun werden. Die sind wohl die ziehen jetzt hier bloß so, ja, ihren, weiß nicht, wie man das nennen soll, ihren Kontrollgang, sag ich mal, durch. Weil die sind jetzt momentan auch nicht rot, so wie der Schwarze sagte. Also die, wenn es möglich ist, sollen wir die auch gar nicht angreifen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gar nicht möglich ist. Oh, hier ist alles verseucht. Hier müssen wir weg. Kommen wir auch nochmal gleich eine Spritze rein, oder? Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Jetzt kenne ich das Wort. Ja. Genau, Leiter, mein Kleiner. So heißt das. Da ist ein Geflügelter. Pass auf. Wo? Alter! Nein, nicht wieder ab, nicht wieder runterfallen. Bleib oben, Atium, zieh dich hoch. Oh, Alter. Oh, da ist er schon wieder. Ey, den kriegen wir doch niemals klein, so ein Vieh, oder was? Da hinten scheint wohl. Alter, wie riesig das jetzt hier gerade. Das sieht aus, als wenn das hier jetzt irgendwie auch wieder so ein. Oh, nein. Nein. Arena-Kampf. So sieht das nämlich gerade aus. Er ist zwar groß und stark, aber er ist dumm, hat der Schwarze mal zu uns gesagt. Ich gehe jetzt hier einfach runter. Mit denen lege ich mich jetzt auch gar nicht erst an. Weil ich der Meinung bin, gegen den kommen wir sowieso nicht großartig an. Gegen den werden wir nichts ausrichten können. Alter. Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Oh mein Gott, Junge, wie recht er damit hat, alles mit dem, was er sagt. Das ist richtig krass scheiße gerade, ehrlich gesagt. Das alles so mitzubekommen. Hier geht's doch noch weiter runter, ne? Ist hier vielleicht noch was? Ach, wir müssen hier sogar. Nee, halt. Bevor wir da jetzt tatsächlich runtergehen, möchte ich doch jetzt aber erstmal mal gucken, würden wir hier rauskommen? Nein, würden wir gar nicht. Okay, dann müssen wir wohl anscheinend sowieso da unten lang. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt langsam mal wieder irgendwo hinkommen, wo wir die Gasmaske abnehmen können. Wir haben jetzt nämlich nicht mehr. Wir haben gar keine mehr. Scheiße, Alter, nein. Oh, ich hätte mal vielleicht lieber nicht springen sollen, wa? Verdammt. Was ist das denn? Muss ich da runter? Hier geht's auch noch weiter. Ist hier noch was? Ich brauche eine Gasmaske. Hier, ja. Eine Kartusche, bitte. Eine Minute haben wir noch. Okay, wir haben wieder ein bisschen Zeit. Ein Glück. Das wäre jetzt wieder echt fatal geworden, wenn es jetzt da wieder dran gelegen hätte, weil wir die Kartusche nicht mehr haben. Okay, was ist hier? Müssen wir vielleicht irgendwas anschalten? Nein. Ich könnte ja auch mal ein bisschen Licht machen jetzt. Oh, jetzt sind wir hier wieder richtig unten drinnen. Sieht momentan jedenfalls danach aus. Oh, jetzt wird doch tatsächlich ein bisschen gruselig. Gruseliger, Alter. Ja, wie ich schon sagte, der Schwarze zeigt uns jetzt natürlich auch immer wieder ein bisschen Sachen von dem, wie das hier mal ablief. Und auch von uns halt, von der Vergangenheit. Vor langer, langer Zeit. Oh ne, jetzt kommt das wieder, ne? Wie kann ich jetzt nicht wieder kein Licht anmachen, ne? Nein. Scheiße, Alter.
Bloß du hier, komm, lauf einfach, Adjom, lauf. Geht's hier wieder? Ich kann hier kein Licht anmachen, verdammt. Alter! Du Ratte! Wer spricht denn hier? Alter, ist das krass gerade. Nein, ich kann hier tatsächlich kein Licht... Jetzt geht's wieder. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Eine Kartusche? Ich sehe hier nichts. Okay, wir gehen runter. Oh, oh. Wechseln, komm. Wir müssen die jetzt wirklich komplett nutzen, immer die Kartuschen. Oh. Von hier aus kenne ich nur einen Weg zur Polis, über den Roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Schon bald wird alles vorüber sein. Ja. Ob man sich da tatsächlich so sicher sein kann? Anders als vorher. Ich spüre sie und werde bei dir sein. Werde dir sagen, was zu tun ist. Ach, hier ist jetzt... Hier ist Gefahr. Vorher war nirgendwo Gefahr, ja? Aha, okay. So, haben wir das nochmal gleich aufgefüllt. Dann fackeln wir hier das gleich nochmal ab hier. Spinnengewebe wieder überall. Alter, unten. Oh, eine Mappe. Neuer Eintrag. Hier haben wir auch schon wieder was vergessen. Die tote Stadt. Ja, und den anderen haben wir natürlich wieder nicht bekommen. Roter Platz. Ja. Gut. Ach, hier ist jetzt Gefahr. Das andere war natürlich alles nur Rumgespiele, ja, so ungefähr. Was ist das denn? Alter, ist das krass. Okay, wir sind wieder draußen. Da müssen wir wohl hin. Ist das die Mitte? Alle Straßen führen hier hin. Deshalb konnten sie nicht weg. Wer konnte nicht weg? Alter. Was war denn das denn? Hier konnte ich doch eben... Genau. Ach, hier liegt einer. Achso. Pfeile. Das sieht auch aus, als wenn das irgendwas ist, aber das soll wohl irgendwie... Sie sind hier. So Baum da schon. So viele. Und sie wissen. Sie wissen, dass wir fühlen. Hier sind viele? Wo denn? Ich sehe... Da ist noch so ein... Monster. Mit Pfeile. Nee, Messer. Alter. Sie sind nicht hier. Es ist ihr Zuhause. Wenn Sie nicht an. Wenn wir gehen, dann greifen sie nicht an. Ja, wo sollen wir denn hin? Sie haben Angst um ihr Zuhause. Angst vor dir. Sie kennen dein Volk. Wo sollen wir denn aber hin jetzt, bitte? Ach, hier einfach weiter, oder was? Dunkelheit. Kommt. Dunkelheit? Oh, wir müssen den Filter wechseln, verdammt. Ja, ich komm. Ach, Scheiße. Wo sollen wir denn jetzt aber... Einfach hier lang, weiter? Okay, alles was du sagst, mein Kleiner. Ich vertraue dir. Da hinten müssen wir wohin. Okay, los! Auf und davon! Hat er hier noch was? Nein, hat er nicht. Los, lauf, Adjom! Wir
Wohin? Oh mein Gott, ich muss hier schnellstens weg. Ich muss irgendwo hin, wo ich bin. Der ist gerade abgestürzt hier, ne? Wo müssen wir denn lang, verdammt? Spürst du das auch, Artyom? Hier rein? Keine Angst, ich bin ganz nah. Alter, die Hände. Höh. Nein! Was zur Hölle? Nicht bleiben! Ich helfe! Störe sie nicht, Artyom! Bleib in meiner Nähe! Oh mein Gott, Alter! Sie sind schon so lange hier. Es sind viele, aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Alter, ist das krank. Und krass natürlich auch noch. Zugleich, ne? Alter, los, komm, so schneller lang hier. Okay, los raus hier. Los raus hier. Weg. Kommen wir rein? Nein. Alter, ich brauche eine Kartusche. Haben wir auch noch was? Eine Minute haben wir noch. Eine Kartusche. Oh, ey, wir müssen dringend irgendwo rein. Sauerstoffgehalt ist gleich runter, komplett. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Okay, Munition. Scheiße, jetzt schnauft er schon wieder. Verdammt, ey. Verdammt! Wo muss ich? Hier runter? Ist das hier richtig? Ich hoffe, hä? Von hier sind wir doch gekommen, eben, oder nicht? Nee, ist richtig. Geh weiter. Oh mein Gott, ey. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine verzwickte Lage, ne? Mit den Kartuschen. Alter, verdammte Axt, noch eins. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch wieder irgendwas. Ich habe mir vielleicht auch immer ein bisschen sehr viel Zeit gelassen mit den Absuchen hier. Jetzt fehlt uns natürlich der Sauerstoff. Artyom, da sind böse Leute. Viele. Sehr rot. Oh nein, das auch noch. Hat hier irgendjemand noch eine Kartusche. Auf jeden Fall haben wir noch mal ein bisschen. Sauerstoffgehalt. Hier ebenfalls noch mal. Sehr gut. Der Rest ist. Der ist voll, die brauchen wir nicht. Okay. Alter, hier siehst du jetzt wieder wirklich geil. Ah, noch einer! Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf! Verdammt nochmal! Es ist Artyom! Na, dein Glück muss ja irgendwann aufhören! Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Was? Nicht mehr. Zu erschöpft. Angriff! Warum macht ihr das denn jetzt? Seid ihr nicht ganz dicht? Ihr Arschlöcher! Ich kann mir hier gar nicht. Boah, ich bleib hier überall hängen! Verdammt, Alter! Und dann ist natürlich auch noch die. Diese Scheiße mit der Luft jetzt noch. Nein, wir sind gleich down. Alter, was geht denn hier ab? Wie bitte? Was soll ich denn da machen? Ah, noch einer. Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal, es ist Artyom! Na,
Dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt von Genosse Korbut bezüglich dieses Rangers. Da, fress das! Wir wollen ihn eliminieren. Feuer nach eigenem Ermessen. Nicht bleiben! Ich helfe! Nicht mehr. Zu erschöpft. Eliminiert ihn! Los! Muss hier weg, erstmal wieder ein Stück. Ich Nein. helfe dir zu sehen. Angriff! Angriff! Alter, das sind doch viel zu viele. Schaffe ich doch nie. Ich krieg die gar nicht down. Warum bin ich jetzt der Feind von euch? Seid ihr doof? Du hattest deine Chance. Und außerdem, ich sehe auch fast gar nichts. Dieses scheiß Flutlicht da oben kriegt mich nicht aus. Nichts, das bringt gar nichts. Und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dann die Schuhe nutzen. Der ist weg. Oder hast du gedacht, Korbut hätte dich völlig vergessen? Eine Kartoffel wäre super, ne? Hör, nein! Und ich auch nicht. Wieso liegt der denn noch da oben? Der kann doch... Nein! Oh, was mache ich denn? Du wolltest dich uns nicht anschließen. Jetzt muss ich das Ding erstmal ausprobieren hier. Ich denke, ich kann damit ranzoomen. Verdammt, Alter. Hab ich ihn? Oh, da muss ja jedes Mal nachladen. Mit dem Ranzoomen ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Boah, scheiße. Die Knarre ist gar nicht so gut. Ich meine, die wird richtig Wumms haben, aber... Die bringt mir hier gar nichts. Verdammte Scheiße, ey. Ich sehe dann auch immer viel zu spät, von wo das kommt. Die Gasmaske ist auch schon total im Arsch. Da. Nein! Verdammt, Alter. Nein, Kartusche ist auch alle. Scheiße. Ich treff den da oben ja nicht mal. Das ist es ja. Warte. Jetzt hab ich ihn. Die Ratte. Ich brauche aber eine Kartusche dringendst. Bitte, irgendwo noch eine Kartusche. Ja, hab ich. Boah, die Gasmaske sieht aus. Scheiße. Jetzt reicht es aber. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Du bist ein hartnäckiger Hure! Also, bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen, oder Vorsichtig was? Mit deiner Wurst! Komm schon her! Komm schon, Artyom! Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge! Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Alter, wie stark sind die denn hier? Okay, wenigstens hat er hier gespeichert, das ist sehr gut. Komm schon, Ranger! Alter, ist das krass.
Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Ey. Komm schon, Ranger. Töten und verstümmeln wie... Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Also, bist du hergekommen, um es zu enden zu bringen, oder was? Komm schon, Artyom. Komm hier hin. Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge. Der Sea of Thieves ist hier. Mann, was machst du denn? Wieso nimmt er jetzt die Gasmaske ab? Na super, ist eh versaut. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Na super, scheiße, Mann, ey. Komm schon, Range. Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Komm schon, Artyom. Komm hier hin. Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge. Er ist nicht mehr mein Sohn. Nur Trauer? Ich verstehe nicht. Wo ist er denn jetzt? Das werden wir niemals schaffen. Allein schon wegen die Kartuschen nicht. Da liegt er. Ein Messer. Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held. Der Test an der Ogebriskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden, durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Und das wäre... Was ist los mit dir, ha? Artyom! Entscheide! Du hilfst! Entscheide! Wir können nicht lange bleiben! Was soll ich da machen? Artyom! Komm! Ach, jetzt habe ich ihm da wieder... Ach, das hätte ich jetzt... Das hätte ich jetzt gar nicht machen brauchen, oder was? Habe ich ihm jetzt geholfen? Da war ihn ja nicht im Plan. Das ist also Vergebung. Vielen Dank. Das werde ich mir merken. Ich bräuchte jetzt aber auch mal eine Gasmaske. Das schaffen wir alles gar nicht mehr. Scheiße. Okay. Alter, fuck it. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Tja, genau sieht nämlich aus. Und Leute, was uns hier jetzt wieder noch erwarten wird in der Garten, so heißt jetzt wohl der nächste Abschnitt, das und noch mehr sehen wir im nächsten Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage vorerst Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ja.